Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, freiten und sich freien ließen, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. In meinem Traum wurde ich so dargestellt, als befinde ich mich auf so etwas wie einem Hügel in einer großen alten Stadt. Vor meinen Augen offenbarte sich der Panoramablick auf die Stadt mit ihren hohen Türmen, Festungsmauern, wunderschönen Gebäuden. Aber während ich mir das alles ansah, war ich plötzlich erschrocken, als ich nun bemerkte, dass gerade neben mir ein Mann steht, der ebenfalls auf die majestätische Stadt blickt. Wir nennen ihn den Mann aus dem Traum, obwohl sich herausstellte, dass er kein gewöhnlicher Mensch war. Als ich den Fremden anschaute, fragte ich ihn sofort: Entschuldigung, aber wo befinden wir uns? Und woher kommt mir diese Stadt so bekannt vor? Er drehte sich um zu mir und antwortete: Dies ist die alte Stadt Jerusalem und es ist das Jahr 70 nach Christus. 70 nach Christus? Aber ich weiß aus der Geschichte, dass es das Jahr der letzten Belagerung Jerusalems durch die römischen Armeen war. Der Mann sah mich erneut an und sagte: Ja, das stimmt. Das ist die Zeit der letzten Belagerung Jerusalems und du solltest Gottes Volk eine Warnungs- und Vorbereitungsbotschaft überbringen. Eiko, wachen Sie auf! Wir haben die Einführung verpasst. Mein Name ist Emil und ich habe das Vergnügen, Ihnen einen interessanten Traum vorzustellen, den ich kürzlich hatte. Ich bin 39 Jahre alt und gehöre allgemein gesprochen der durchschnittlichen Gesellschaftsschicht an. Aber was ausgeprägter für mich ist, ist, dass ich aus einer christlichen Familie komme. Und schon von Geburt an zu Tugenden und Glauben in Gott als die Hauptprioritäten in meinem Leben erzogen wurde. Aber auch etwas mehr. Zurück in der Zeit, meine Familie ist vierte bzw. fünfte Generation, die 10 Gebote Gottes in ihrer ursprünglichen Form so halten, wie sie in der Bibel aufgezeichnet sind. Und da wir über einen Traum sprechen werden, sollte ich darauf hinweisen, dass ich nicht zu den Traummenschen, die viel träumen, gehöre. Ich habe sehr selten Träume, nicht einmal von den sogenannten natürlichen Träumen. Und wenn Sie mich fragen werden, was hat mich davon überzeugt, dass dieser Traum kein Zufall ist und warum ist es gut, dass ich ihn mit anderen teile? Einerseits, ich muss sagen, seit frühester Kindheit habe ich Erfahrung im Studium der biblischen Schriften und ich muss die Prophezeiung in dem Buch Joel erwähnen, wo gesagt wird, dass in den letzten Zeiten Gott prophetische Träume verwenden wird, um seinem Volk verschiedene Botschaften zu übermitteln. Also der Traum ist mit einem historischen Ereignis verbunden, die Belagerung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus. Und die Geschichte dieser Belagerung nimmt einen besonderen Platz ein in den biblischen Prophezeiungen der Endzeit. Diese Prophezeiungen besagen, dass am Ende der Zeit, kurz vor dem Kommen des Reiches Gottes, es wird eine
schwierige Zeit geben und die Merkmale dieser Zeit werden der historischen Belagerung Jerusalems sehr ähnlich sein, die in 70 nach Christus geschehen war. Ich möchte auch auf die Worte aufmerksam machen, mit denen die Prophezeiung über die Belagerung präsentiert wird. Wenn ihr sehen werdet, die Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte zu geschehen, Matthäus 24,15, lasst uns diese Worte merken, da wir sie etwas später, wenn es um die Geschichte des Traums geht, brauchen werden. Außerdem erhielt ich, nachdem der Traum gegeben wurde, bereits im wirklichen Leben drei klare Beweise, dass dies kein Zufall ist. Und nachdem wir zuerst die Geschichte des Traums uns selbst anhören, werde ich Ihnen auch diese Zeichen vorstellen. Sie auch sind ziemlich interessant, weil es sehr selten vorkommt, dass eine Person etwas Bestimmtes träumt und danach der Traum im wirklichen Leben erscheint. Also schnallen Sie sich an, denn wir kommen zurück in die Geschichte des Traums. Jerusalem, 70 nach Christus, antwortete ich überrascht und setzte fort, aber ich kenne aus der Geschichte, dies ist das Jahr der letzten Belagerung der Stadt durch die römische Heere. Ja genau, dies ist die Zeit der letzten Belagerung von Jerusalem und du sollst dem Volk Gottes eine Warnungs- und Vorbereitungsbotschaft darbringen. Moment mal, sicher, Sie haben gewiss einen Fehler, da ich weder Militärgeneral bin noch Mann mit militärischem Beruf und Kämpfe zu organisieren oder zu führen. Ich habe nicht einmal Erfahrung in diesem Bereich. Es spielt keine Rolle, dass Sie keinen militärischen Beruf haben. Nicht durch Macht, sondern durch Weisheit wird die Erlösung kommen. Sie haben sicher den falschen Mann erwischt, weil ich nicht in dieser Zeit der Geschichte lebe. Ich lebe fast 2000 Jahre nach 70 nach Christus. Dann fügte er feierlich hinzu. Seien Sie sicher, Sie leben in dieser Zeit der Geschichte. Und denkst du, Gott kann einen solchen Fehler zulassen und den Mann verfehlen? Gut, gut, sagte ich schließlich. Schlussendlich, wenn es keinen Fehler gibt, werde ich es versuchen, sich etwas einfallen zu lassen. Aber womit soll ich anfangen? Zum Beispiel, wenn ich wüsste, über welche Kräfte der Feind verfügt, dann würde ich es wissen und sie besser vorbereiten lassen. Kannst du irgendwie mir die Streitkräfte des Feindes zeigen? Wieder drehte sich der Mann aus dem Traum um und sagte zu mir, ja, ich kann. Komm mit mir und ich werde dir alle Kräfte des Feindes zeigen. Dann begann plötzlich die Landschaft der antiken Stadt Jerusalem aus unseren Blicken zu verblassen, bis sie schließlich vollständig verblasste. Vor uns eröffnete sich eine große Ebene. Jetzt verstand ich, dass dieser Mann, mit wem auch immer ich spreche, kein gewöhnlicher Mensch ist. Dieses ganze Tal war voll von Truppen, marschierenden Soldaten, Armeen, schrecklichen Waffen und deren Zahl war nicht aufzuzählen, weil ihr Ende war nicht in Sicht. Oh, aber es ist eine sehr große und eine starke Armee, rief ich aus. Haben wir eine solche Armee in Jerusalem, die der Fremden widerstehen kann? Er antwortete mir wieder, nicht durch Macht, sondern durch Weisheit. Jetzt ist die Zeit, in der die Macht der Bestie und ihren Armeen gegeben wurde und durch Gewalt ist es nicht möglich zu überwinden. Und was das Volk Gottes in Jerusalem betrifft, so ist es in zwei Hauptgruppen unterteilt. Komm wieder mit und ich werde sie dir zeigen. Plötzlich das Geschrei der zahlreichen Truppen verebbte, die Landschaft veränderte sich und wir fanden uns wieder in der alten Stadt von Jerusalem. Dann
Der Mann aus dem Traum schrie mit lauter Stimme auf und erteilte so etwas wie einen Befehl: Öffnet die Tore und lasst die erste Gruppe raus. Große Tore öffneten sich und sie kamen heraus. Eine Menschenmenge, sie marschierten in Reihen. Zuerst dachte ich, es wären irgendwelche spezielle Militäreinheiten, um schnell zu reagieren. Aber die Realität sah ganz anders aus. Die Frontlinien begannen sich dicht an uns vorbei zu bewegen. Diese waren komplett normale Menschen. Jetzt, jeder hielt eine Bibel in der Hand und während er ging, schaute in den Himmel und sagte etwas wie: O Herr, weil du bist im Himmel, wir sehen die Endzeit kommen und wir gehen zugrunde. Hab Erbarmen mit deinem Volk, denn wir hoffen nur auf deine Barmherzigkeit. Als ich sie beobachtete, sah ich den Mann aus dem Traum an. Er sagte mir: Die erste Gruppe, das sind die Leute des Gebets von Gottes Volk. Sie sind die kleinere Gruppe, aber das ist die Menschen, die sich häufiger die Zeit nehmen, in den Heiligen Schriften zu forschen und zu beten. Und diese Menschen verstehen die Zeit, in der sie leben, aber sie sagen zueinander: Wir können nichts tun, um das Weltgeschehen zu ändern. Wir können nur beten, und das tun sie. Aber ist es nicht Gebet irgendetwas besonders Wichtiges in einer Zeit wie dieser? Habe ich hinzugefügt. Ja, Gebet ist wichtig, aber es reicht nicht aus. Jeder muss sich praktisch vorbereiten, und wenn nicht, wird auch er der Belagerung zum Opfer fallen. Okay, antwortete ich. Kannst du mir jetzt die zweite Gruppe in Jerusalem zeigen? Die zweite Gruppe ist zahlreicher und sie alle sind auf dem zentralen Platz in Jerusalem versammelt. Komm mit mir und du wirst sie sehen. Dann befanden wir uns plötzlich auf einem großen Platz in der Mitte, bei der Stadt, wo sich eine sehr große Menge versammelt hatte. Das, was mich beeindruckt hat, ist, dass auf diesem Platz zahlreiche Tische platziert wurden, um die sich Menschen versammelt hatten. Alle Menschen um diese Tische herum diskutierten einige Dinge, aber sie wirkten fröhlich und lächelnd und glücklich. Eine ganz andere Einstellung als die erste Gruppe, die wir gerade gesehen hatten, von den bettenden Menschen. Dann drehte ich mich um zu dem Mann, der neben mir war, aus dem Traum, und ich fragte: Es scheint mir, dass sich hier alle versammelt haben, um die bevorstehende Belagerung Jerusalems zu diskutieren, aber ich kann es nicht verstehen. Warum sehen alle so fröhlich und glücklich und lächelnd aus, wie bei einer Feier oder einem Feiertag? Leider merkten diese Leute nicht einmal, dass die endgültige Belagerung naht und das wird zu ihrer Zeit geschehen. Komm jetzt mit mir, um zwischen den Tischen zu passieren. Und sie werden herausfinden, was alles hier tun. Und so machten wir uns auf den Weg. Wir gehen zwischen den Tischen hindurch, schauen uns um und hören aufmerksam zu, worüber die Leute diskutieren. Auf einem Tisch lagen einige Architekturzeichnungen und die Leute dort sprachen über anstehende Bauprojekte. An einem anderen Tisch eine Gruppe junger Leute diskutierte, welche Ausbildung sie absolvieren sollten und welche Universität die beste ist. An einem dritten Tisch schenkte ein Junge einem jungen Mädchen eine Blume und besprachen ihr Hochzeitsdatum. Auf einem anderen Tisch gab es einige Computer mit Grafiken und Menschen verfolgten irgendwelche Börsenkursen, Währungen. Andere sprachen darüber, welches Auto und welches Haus sie kaufen sollten. Dann hielt ich plötzlich inne und fragte den Mann des Traums, neben mir stehend: Was geht hier vor sich? Alle Menschen, sie reden über verschiedene Dinge und jeder macht verschiedenste Pläne für die Zukunft. Aber ich sehe es an keinem Tisch,
über die bevorstehende stehende Belagerung Jerusalems zu diskutieren. Ja, du hast richtig bemerkt, er antwortete mir, das sind die Leute aus der zweiten Gruppe unter Gottes Volk. Sie sind die größere Gruppe, sie bereiten auch vor Charaktere für das Reich Gottes, aber spenden weniger Zeit für Studium der Heiligen Schriften und für Gebet. Im Gegensatz zur ersten Gruppe, die vor einer Weile gesehen hast, und deshalb können sie nicht die Gefahren der Zeit, in der sie leben, erkennen. Sie sagen sich, Krisen sind immer gekommen und gegangen, aber von uns wird erwartet, dass wir unser Bestes geben. Das Leben geht weiter und wir werden planen und wir werden uns entwickeln bis zuletzt. Und wenn die letzten Zeiten kommen, Gott kümmert sich darum, wie er uns durch sie führt. Für einen Moment unterbrach ich ihn und fügte hinzu, aber wir haben die herannahende Armee gesehen, wie sich diese zusammentut und vorbereitet. Es ist unmöglich, dass niemand in dieser Stadt nichts von der nahenden Belagerung weiß. Wo sind die Führer und die Regenten dieser Leute? Sie werden es sicher wissen um die nahende Belagerung. Da antwortete der Mann aus meinem Traum, ja, es gibt viele Herrscher mit unterschiedlichen Ämtern und Verantwortlichkeiten. Und sie sind alle auf der großen Bühne in der Mitte des Platzes versammelt. Dort spielen sie verschiedene Musikinstrumente. Also alle Menschen an den Tischen fühlen sich wohl und komfortabel vor dem Hintergrund angenehmer Musik. Spielen sie Musikinstrumente? Erwiderte ich. In Zeiten wie diesen nicht möglich. Nimm mich zu ihnen, um sich zu unterhalten. Dann gingen wir weiter, vorwärts zwischen den Tischen, bis sich ganz plötzlich eine große Bühne zeigte, auf der viele Leute waren. Sie spielten wirklich eine Vielzahl von Musikinstrumenten. Es schwebte in der Luft eine angenehme und sanfte Musik. Dann näherte ich mich einem der Anführer und ich sprach mit ihm und sagte, wie können Sie auf Musikinstrumente spielen in einer Zeit wie dieser, wenn die endgültige Belagerung Jerusalem sich nähert? Der Mann von der Bühne schaute mich an, er lächelte und sah dann wieder weg und spielte weiter. In diesem unangenehmen Moment eine andere Person von der Bühne kam auf mich zu und sagte gebieterisch, stören Sie die Leute an den Tischen nicht. Gott steht am Ruder der Geschichte und wacht über sein Volk. Und wenn sich irgendein Problem nähert, sind die Führer die Ersten, denen es offenbart wird. Dann wandte ich mich an den Mann von dem Traum, der neben mir stand und schweigend meinem Gespräch mit den Führern zuhörte. Ich fragte ihn, was wird aus den Plänen und den Träumen all dieser Leute werden, wenn die endgültige Belagerung kommt? Alles wird Eitelkeit sein und wird sich im Nu auflösen. Wenn die Belagerung kommt, wird jeder nur darum denken, wie er sein Leben retten kann. Aber es wird schon spät sein. Nur wer sich im Voraus für die Belagerung vorbereitet hat, nur ihm wird es gelingen, der zerstörerischen Kraft des Feindes auszuweichen. Innerlich angespannt fragte ich ihn noch einmal, aber vor einer Weile, Sie haben erwähnt, dass dem Volk Gottes eine Botschaft gegeben werden muss, eine der Warnung und für Vorbereitung. Was kann ich dann tun, wenn ich nicht einmal einen sehe, der sich darauf vorbereitet, auf die bevorstehende Belagerung? Der Mann aus dem Traum sah mich an, lächelte und sagte seine letzten Worte in der Traumgeschichte. Du weißt, was zu tun ist. Du weißt. Dann bin ich geklettert auf der großen Bühne. Die Musik hörte auf einmal auf und die Leute an den Tischen, auch sie verstummten und richteten ihre Augen auf die Bühne. Dann fing ich an, mit lauter Stimme schreien. Da ist niemand vorbereitet. Niemand ist vorbereitet.
Und wie es in Abenteuergeschichten oft vorkommt, um mit dem Interessantesten zu enden, also endete der Traum hier. Und das war die Geschichte des Traums von der letzten Belagerung. Es wäre schön, wenn es etwas mehr Fortsetzung gäbe, um zu sehen, was das Endergebnis dieser Geschichte sein würde. Aber zum Glück gibt es trotzdem noch eine Fortsetzung, dabei noch interessanter, weil es im wirklichen Leben passiert ist. Der Traum von der endgültigen Belagerung Jerusalem erschien am 8. Oktober 2021. Der Tag war Freitagabend gegen Samstag. Und am selben Morgen, nachdem ich aufgewacht war, es war bereits Samstagmorgen, der 9. Oktober, während ich im Bett saß und sprachlos war, was hier diese Geschichte und dieser Traum anging, plötzlich klingelt mein Telefon. Ich nehme ab und sage: Hallo, guten Morgen. Auf der anderen Seite von mir eine Person ruft an und sagt: Guten Morgen, Emil. Tut mir leid, dass ich dich so früh aufwecke, aber so kamen die Umstände, dass wir heute eine Bibelpräsentation halten müssten. Aber wir werden sie nicht vorstellen können. Und so wenden wir uns an dich, wenn du etwas präsentieren kannst, da es ein Treffen gibt. Ich sagte: Aber warum sagen Sie mir das so spät? Ich bin nicht vorbereitet. Sie sagen mir: Entschuldigung, aber wir sind sicher, dass du es herausfinden wirst. Etwas, sie werden der Aufgabe gewachsen sein. Und ich sagte: Okay, ich werde versuchen, mir etwas einfallen zu lassen. Nachdem wir mit dem Gespräch am Telefon fertig waren, dachte ich sofort an die Worte: Du solltest eine Präsentation halten. Okay, mir fällt was ein. Für mich sah es ein bisschen aus wie mit dem Gespräch mit dem Mann aus dem Traum, weil auch er sagte, ich müsse Neuigkeiten überbringen, und ich sagte: Okay, ich werde mir etwas einfallen lassen. Will Gott nicht den Traum darstellen auf dieser Präsentation? Aber ich sagte mir: Über diesen Traum später. Später werde ich an ihn denken. Was soll ich mir jetzt für die Präsentation einfallen lassen? Am Ende entschied ich, dass ich eine Videopräsentation aus dem Internet von YouTube herausbringen würde. Da gibt es schon alles fertig erledigt. Ich habe sofort meinen Computer eingeschaltet, den YouTube-Browser, und schon viele, viele Präsentationen reihen sich aneinander an. Aber die erste davon, die neueste Präsentation, die veröffentlicht war, hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich richtete sofort den Mauszeiger, um diese Videopräsentation zu öffnen. Plötzlich erschien ein Bild auf dem Bildschirm, das mich schockierte. Als ich es ansah, war ich wirklich ziemlich überrascht. Tatsächlich ist es eins der häufigsten Gemälde im Zusammenhang mit der historischen Belagerung Jerusalems. Und wie Sie sehen können, auch der Autor dieser Präsentation hatte in der oberen Ecke das Jahr in großen Zahlen gesetzt. Das Jahr, als diese Belagerung stattfand, 70 nach Christus, die Belagerung Jerusalems. Diese war mit den Worten betitelt: Wenn der Gräuel an den heiligen Ort gestellt wird. Aber wie wir vorhin erwähnt haben, das hier sind genau die Worte aus der Bibel über die Prophezeiung über die Belagerung Jerusalems. Also stand ich da und sah mir dieses Gemälde an. Und ich dachte: Träume ich weiter? Das 70. Jahr, die Belagerung Jerusalems? Sehr interessant. In dieser Nacht hatte ich einen Traum, der besagte, dass ich in der alten Stadt Jerusalem bin und das Jahr ist 70 nach Christus. Und unmittelbar danach, als ich aufwache und meinen Computer öffne,
Und das Erste, was in Sicht kommt, die neueste Veröffentlichung präsentiert dieselbe Belagerung. Ich saß da und sah zu und ich sagte mir, hier passiert etwas. Und ich glaube, ich weiß es. Wer ist an diesem Job beteiligt, an dieser Arbeit? Es gibt keine Möglichkeit, dass dies passiert. Einfach so, aus Versehen. Das war das erste Anzeichen dafür und bestärkte mich in der Überzeugung, dass dieser Traum kein Zufall war und dass Gott will, dass ich es auch anderen Menschen präsentiere. Und so begannen die Tage zu vergehen. Ich fuhr fort, über diesen Traum nachzudenken und darüber, was an jenem Samstag geschah, dem 9. Oktober 2021. Das neue Jahr 2022 ist gekommen, der Monat Januar. Auf der ganzen Welt, interessanterweise, haben die Länder damit begonnen, die sogenannten restriktiven Maßnahmen zu lockern. Es gab keine grünen Zertifikate, Reisetests mehr. Wie vor allem ein glückliches, friedliches und reisereiches Jahr zeichnete sich ab. Und in diesem Sinne dachte ich auch über die Geschichte des Traums nach, den ich hatte, und ich sagte mir, als ob die Geschichte der Belagerung sich nicht gut in das angenehm heraufziehende neue Jahr fügt, das auf uns wartet. Die Tage vergingen weiter und ich sagte mir, wenn mir Gott ein anderes Zeichen für diesen Traum geben könnte, weil ich es nicht leugnen kann, es ist etwas Einzigartiges passiert. Erschien bereits an diesem Morgen im wirklichen Leben. Aber die Zeit verging, bis der Kalender am 24. Februar 2022 gestoppt wurde. Der Morgen, als ich in den Nachrichten hörte, dass zwischen Russland und der Ukraine die Operation erklärt wurde. Einerseits war ich schockiert, aber andererseits begann ich zu verstehen, dass sich die Weltereignisse auf ein für mich vertrautes Szenario zu bewegen. Das Szenario aus der Geschichte von der letzten Belagerung, die ich vor nicht zu langer Zeit hatte. Ich dachte, ist das der richtige Zeitpunkt, um diesen Traum zu teilen? Und am selben Tag, am Nachmittag des 24. Februar geschah es, dass ich einen Bekannten traf. Wir haben darüber gesprochen, was los war, in den Nachrichten. Hast du vom Krieg gehört? Ja, ich habe gehört, beantwortete er. Und dann sage ich zu ihm, hat das vielleicht eine Beziehung zu biblischen Prophezeiungen für die Endzeit? Er wandte sich an mich, sah mich an und sagte, weißt du, ich denke, es gibt nicht viele Leute, die konkreter über das Praktische sprechen. Eine gute Vorbereitung für diese letzte Zeit, in der wir leben. Und dann blieb er einen Moment stehen, sah mich an, wieder und wandte sich mit einem Appell an mich, wie ich es noch nie zuvor in meinem ganzen Leben erhalten hatte. Er sah mich an und sagte Folgendes. Emil, weißt du, ich denke, die Zeit ist gekommen, wo du rausgehen solltest und ja, sprechen über diese Dinge. Ich blieb ein wenig nachdenklich. Aber genau dann, in dem Moment kam eine andere Person und unterbrach uns und beide gingen irgendwo hin. Aber ich blieb so und dachte über die Worte nach, die dieser meiner Freunde sagte. Jetzt ist die Zeit, wo du solltest rausgehen und reden über diese Dinge. Jetzt, am 24. Februar. Für welche Dinge? Natürlich wusste dieser Mann nichts von dem Traum, den ich hatte. Aber in den gesprochenen Worten, jetzt ist die Zeit gekommen, in der du musst rauskommen und reden. Ich habe ein anderes Zeichen erkannt, dass Gott will, dass dieser Traum gehört wird. Also genau am 24. Februar 2022
dem Tag, an dem eine militärische Seite der Weltgeschichte eröffnet wurde, wurde mir geschenkt. Eine weitere Bestätigung, dass es jetzt an der Zeit ist, die Geschichte dieses Traums zu präsentieren. Und vielleicht hat die Geschichte dieses Traums auch eine Verbindung zu diesem Datum. Aber sehr bald danach, ein weiteres Zeichen kam, auch das dritte, die Geschichte von diesem Traum zeigend auf eine göttliche Beteiligung und dass der Traum nicht zufällig war. Es geschah an einem Sonntagmorgen sehr früh. Draußen war es noch dunkel und ich wachte auf und konnte auch nicht mehr schlafen. Und während ich darüber nachdachte, was ich tun und wie ich die Zeit verwenden sollte, dachte ich, es wäre ein guter Zeitpunkt, um die Hauptpunkte zu skizzieren für die bevorstehende Videopräsentation zur Geschichte des Traums. Also habe ich mir ein paar weiße Papierblätter besorgt und einen Stift und verließ den Raum. Ich schloss leise die Tür hinter mir und setzte mich in den Sessel bzw. Couch, der im Flur war. Aber es fiel mir sofort ein, ich habe Blätter Papier und einen Stift mitgenommen, aber ich habe vergessen, irgendeine Schreibunterlage, hartes Buch oder Notizbuch, Lehrbuch, etwas, worauf ich diese Papierblätter auflegen könnte, sonst könnte ich nicht schreiben. Und ich sagte mir, nun, wenn ich jetzt wieder in das Zimmer zurückgehe, wird das bestimmt die anderen aufwecken. Ich saß in den Sessel und ich dachte, wo bekomme ich etwas zum Unterlegen her? Genau in diesem Moment bemerkte ich, dass neben mir auf der Couch, wo ich saß, da war ein Buch. Da hatte jemand ein Buch vergessen. Ich nahm es sofort in meine Hand und sah es an. Hier war dieses Buch. Als ich es ansah, ich war wieder überrascht und blieb nachdenklich. Es war ein Kinderbuch voll mit biblischen Geschichten und auf der Titelseite war ein großes Bild. Darauf war das Bild aus Jakobs Traum gezeigt, als er von der Leiter träumt, auf der Engel hin und her steigen und Gott, der oben steht. Sehr interessant. Ich brauchte ein Blockbuch für die Blätter, darauf ich den Traum schreiben wollte, über die letzte Belagerung Jerusalems und jemand, und wir wissen, wer dieser jemand ist, hatte das schon gemacht an dem Ort, an dem ich an diesem Morgen sitzen sollte. Ein Kind hat ein sehr seiner Bücher vergessen und dabei gerade dieses mit einem Bild auf einen Traum zeigend. Und nicht irgendein Traum, sondern Jakobs Traum aus der Bibel, Jakobs Traum mit der Leiter, die Engel und Gott, der oben steht und die Versicherung ausspricht. Ich bin bei dir, wohin du auch auf dieser Reise gehst. Genau diese Gewissheit brauchte Jakob am meisten. Am Anfang dieser seinen Reise, das war genau auch die Gewissheit, die ich brauchte an diesem frühen Morgen, als ich die Reise antreten wollte, des Traums von der letzten Belagerung. Und Gott hat für diese Gewissheit gesorgt, um es durch dieses Buch zu bekommen, das ein Kind vergessen hatte, genau an dem Ort, wo ich sitzen wollte. Als ich dieses Bild betrachtete, in diesem Moment, verstand ich es noch klarer, dass Gottes Gegenwart und Segen begleiten die Reise des Traums zur letzten Belagerung, wie es auch in Jakobs Reise steht. Jakobs Reise, in der er seinen neuen Namen erhielt, Israel, eine Reise, auf der die 12 Stämme Israels aufkommen und auf der Weltbühne erschien ein neues Volk. Ein Volk, das in allen zukünftigen Zeitaltern Botschafter sein würde von Geboten Gottes, Bund und Gesetz. Eine Nation,
in der auch der Messias erscheinen würde, der allen Völkern der Erde Segen bringen würde. Jakobs Traum repräsentiert tatsächlich den göttlichen Beginn der Reise vom Gottesvolk. Und so nahm ich dieses Buch von Jakobs Traum. Ich legte meine Blätter darauf und fing an, den Traum aufzuschreiben. Für die letzte Belagerung Jerusalems. Der Traum, der wirklich spricht für die letzte Reise des Volkes Gottes. Und so waren es diese drei Hauptpunkte, Zeichen, Beweise, die mir geholfen haben. Und ich war überzeugt, dass der Traum von der endgültigen Belagerung Jerusalems kein Zufall ist und dass Gott hinter dieser Traumreise steht. Das war also die Geschichte von der letzten Belagerung Jerusalems. Und eine der zentralen Botschaften der Geschichte ist, dass die letzte Belagerung aus den Prophezeiungen ist, der Bibel, und wird in Gang gesetzt und dass die Zeit seines Anfangs gekommen ist. Und ich denke, dass das Datum ist nicht schwer zu erraten. Und was ist der Tag dieses Anfangs? Aus diesem Grund ist es genauer zu verstehen, was die wichtigsten prophetischen Charakteristiken sind von dieser letzten Belagerung und deshalb, welche praktische Vorbereitung angemessen ist. Sicher weißt du es, nicht ein kleiner Teil der Hauptaspekte dieser Vorbereitung. Die schicksalreiche Frage bleibt, ob sie sich für deren Umsetzung entscheiden. In der Praxis. Und vergiss nicht, dass der Traummann das gesagt hat. Jetzt ist die Zeit, die richtige Zeit, diese Vorbereitung zu treffen. Und wenn wir diesen günstigen Zeitpunkt verpassen, dann wird es sogar spät sein. Vielleicht haben Sie sich in einer der Gruppen wiedergefunden, die im Traum dargestellt wurden. Vielleicht habt ihr euch gesehen, marschierend in der ersten Schar der Fragenden und Bittsteller der Heiligen Schriften. Oder Sie saßen dort auf dem zentralen Platz und planten ihre Traumzukunft. Und vielleicht warst du auf der erhöhten Bühne und trugest Führungsverantwortung. Am Ende des Tages spielt es keine Rolle, in welcher Gruppe sie sich befinden, denn die schicksalhafte Frage bleibt, was machen wir mit den wichtigsten Neuigkeiten, die der Traum von der letzten Belagerung Jerusalems bringt. Und es ist, da ist keiner vorbereitet. Es gibt nicht mal einen einzigen bereit.